Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in 7S2.3. Herzlich willkommen bei Abonacho. Ihr hört es knistern. Ich habe mal das Wasser reingeschmissen. Unten waren auch noch 9 Gläser, die habe ich gleich hinterher geschmissen. Und ja, habe dann halt meine Sachen so ein bisschen wegsortiert. Und bin gerade noch ein paar Woodframes am Machen. Ja, dann habe ich etwas Schönes gesehen. Haha, ich zeige euch. Noch ein Aki. Und wir haben für 4 Schmieden das Material zusammen. Ich werde dann 3 Schmieden bauen und einmal das Material hier drin lassen, damit ich das halt nicht vergesse und immer so weiter sammeln kann. Und wer weiß, wie viele Schmieden wir noch gebrauchen können. Aber so werde ich das wohl machen. Und dann werde ich mir die 3 Schmieden erstmal an die Seite legen und dann machen wir uns wieder so einen schönen Schmiedebunker, der da drüber, wie der wieder schön gedingst wird, fertig gemacht wird. Ich habe mir sagen lassen, in dem Stream übrigens, habe ich mir sagen lassen, dass den Stacheldraht, wenn man den auf den Boden legt und die Zombies drauf rumlaufen, dass die sich dann auch schädigen. Das will ich dann auch mal ausprobieren. Das heißt, da kommen dann die Spikes wahrscheinlich hin und auf die Spikes kommt der Stacheldraht, nur für den Fall, dass der Stacheldraht nicht wirkt. Sollte er wirken, dann brauchen wir die Spikes da nicht mehr. Da wäre natürlich besser. Aber ich kann mir das nur schwer vorstellen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil beim Wüstenbau war das ja eher schwierig. Aber gut, das ist auch schon eine Ewigkeit her. Also von daher, wer weiß. So. Jetzt müssen wir natürlich auch ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, wie weit meine Heatmap ist. Könnte also sein, dass Erich uns jetzt mal besuchen kommt, wo ich das Campfire da am Laufen habe. Ernten können die auch mal wieder. Aber jetzt will ich erst das Dach fertig haben. Weil das ist jetzt letzte Folge in dieser Session. Und dann ist immer so schwierig. Ach, Licht habe. Oh, könnte ich eigentlich auch mal ja gucken. Nö, ist in Ordnung. Alles gut. Ah, 1500. Naja. Plus die, die sich hier selber gekillt haben. Na, das geht doch. Das ist doch in Ordnung. So, was wollte ich jetzt? Ich wollte noch ein paar... Aber eigentlich... Ja doch, komm. Mama. Das glänzt so komisch. So. Jetzt haben wir... Haben wir soweit durch? Ah, ich glaube, das sieht auch ganz gut aus so. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Das soll ja auch aufgesetzt wirken, also dass das nachträglich, der Aufbau nachträglich drauf gemacht wurde. Das soll ja auch so wirken. Also bin ich nur da am Überlegen. Das sieht ein bisschen komisch aus. Vielleicht sollte ich, was war das denn? Wir hatten das Licht ausgemacht. Na sowas. Hat mir einfach einer das Licht ausgemacht. Ich denke, ich nehme den da noch mal raus und setzt den runter. Das wird wahrscheinlich optisch eventuell ein bisschen besser aussehen. Weil da liegen ja die beiden Balken aufeinander. Ich glaube, das dürfte optisch besser aussehen. Dann nehme ich die komplett wieder ab. Ja, das mache ich auch. Pass auf. Also ich zeige euch das jetzt. So, den einmal weg und den. Jetzt habe ich schon Angst gehabt, dass es Ragums macht und weg ist er. So, Menü. Das habe ich hier, achso, die habe ich doch gerade eingesammelt. Was wundere ich mich denn? Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, das sieht besser aus. Dann sieht das auch richtig aus, wie draufgebaut. Denn ist gut. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich die eventuell auch wieder abmache. Weil so reingekeilt sieht gut aus. Aber das gefällt mir nicht so wirklich richtig. Hm. So rein verkeilt das jetzt. Dadurch, dass ich die habe, sieht man das aber auch nicht mehr so toll. Ne? Ich denke mal, die werde ich wohl auch wieder abnehmen. Das gefällt mir nämlich nicht. Also jetzt aktuell.
die kann ich auch mal abnehmen. Da bin ich doch durch. Hätte ich mir gar keine herstellen müssen. Ja, ich werde sie wohl noch brauchen. Gerade oben, da wollte ich ja auch das Holz austauschen, dass da anderes hinkommt. Also hier unten, da denke ich mal, lasse ich auf jeden Fall so. Also die, dass die hier rausgehen. Das auf jeden Fall. Weil oben muss ich mal überlegen. Das gefällt mir gerade nicht so wirklich. Also diese, die da halt so quer rausgehen. Mal überlegen. Mal gucken, wie das ausschaut, wenn ich die so weg habe. Also wie es halt von Weitem ausschaut. So aus der Nähe ist es immer noch eine andere Sache. Da muss man von der Entfernung dann auch mal gucken. Das ist immer, wenn ich so Häuser im neuen Stil baue, also in einen, den ich vorher noch nicht gebaut habe. Das erste Haus ist immer das Schwierigste. Danach weiß man dann schon, wie man es machen möchte. Auch wenn sich dann die Häuser, also wenn die Häuser nicht gleich aussehen, aber dann doch der Stil sich eben ähnelt. Nur beim ersten, muss man tatsächlich dann immer hin und her überlegen, hier ausbessern, nein, und da ausbessern und naja, das hin und her halt. So. Ach, der Stein ist das. Doch. Also, ja doch. Doch. Ich glaube doch. Ja. Ich denke doch. Die dürfen da rausgucken. Das ist doch cool. Weil von Seiten, von Weitem sieht man das Verkeilen ja sowieso nicht. Das ist in Ordnung. Ja, doch. Doch. Ja. Eventuell. Ja, nochmal gucken. Ja, muss ich mal schauen. Das sind jetzt so Detailüberlegungen einfach. Damit nerve ich euch jetzt mal nicht weiter. Ja, aber die hier, die... Lass mich rankommen. Und lass mich auch da rankommen. Bitte. Geht doch. Will ich auch haben. So. Mach halt rein. Also, ja. Geht doch. Mhm. Also diese Querbalken, die auf jeden Fall so durchgehend. Und dazwischen dann müsste ich dann da oben tatsächlich auch so machen. Das habe ich ja da nicht gemacht, wie man da sieht. Aber die Querbalken sind ja eigentlich die, die dann immer durchgehen müssen. Ich glaube, also das da oben, das mache ich dann mal kurz offline, weil das ist eigentlich jetzt ja für mich persönlich, ich möchte das halt so haben. Da ziehe ich dann offline einmal ganz kurz, wenn ich es nicht vergesse. Weil mich stört dieses kleine helle Fisselchen da. Die Querbalken, die müssen durchgehen. Geht nicht anders. Aber doch, die kann ich dann dran lassen. Ja. Ich finde, das hat schon was. Sieht lustig aus. Und dadurch, dass man eben sehr deutlich sieht, dass das quasi oben drauf gebaut wurde, finde ich gar nicht mal übel. So, und das hier haben wir ja durchgehend, ne? Ja, dann haben wir das auf der anderen Seite auch. Ja, ist richtig so. Und das hier, Tommy, da war eine gute Idee, die da hinten umzudrehen, weil dadurch bin ich auch, es sieht hübsch aus, ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, und wenn wir das dann hier jetzt endlich mal durchkriegen, dann bin ich ja schon mal zufrieden. Dann noch Inneneinrichtung und fertig. Hier muss ich mich hochbauen. Will ich nicht. Muss ich aber. Mach halt so und so, dann gibst du mir halt 114. Ich habe jetzt erst nur 14 gesehen. Ach, ich muss da ja sowieso noch was auswechseln, ne? Fällt mir mal so auf. So, das heißt, ein zu wenig war ja irgendwie klar. Du doof. So.
Edit und das brauchen wir nicht. Lass das. Das brauchen wir erst später. So. Nee, das brauche ich ja, den brauche ich schon. Weil sonst kriege ich die muss ich auswechseln, habe ich gedacht. So. Genau. Die müssen ja ausgewechselt werden. Dann sollte ich eigentlich aber eher von unten anfangen. Ja. Natürlich. So ist richtig. So, dann habe ich nämlich hier schon mal diese Zwischending und kann die hier gefahrlos rausnehmen. Das alles. So, den auch. Okay, ganz oben und dort kann auch auf jeden Fall. Und dort kann auch auf jeden Fall. Ja, da kann ja der auch auf jeden Fall. Weil da ist dann der Boden. Genau, und ob ich jetzt da oben mache, weiß ich noch nicht. Da kann ich aber dann immer noch Dingens reinhämmern. Zum Fensterchen. So. Machen wir das mal so. Weil besser ist. Okay. Und so. So, und das kann ich ja zumindest bis hier wieder. Und das hier auch gleich schließen. Dann sieht das von außen hübscher aus als diese kleinen Ecken hier. Das sieht nicht aus, nein. Naja, dann kann ich ja den quasi in einen Rutsch mitmachen. Ich hab... Kommen da jetzt schon wieder Zombies? Dann müsste ich nämlich zwischendurch mal runter, damit sie mir die Hütte nicht auseinandernehmen. Ja. Einzelne oder Horde? Ich glaube Einzelne. Ich möchte das früh genug hören. Das empfinde ich jetzt gerade mal als nicht unwichtig. Warte mal, den habe ich ja jetzt noch gar nicht dicht hier. Nee, hört sich nach Einzelnen an. Also ein oder zwei. Halt. So. Sitzt. Okay, dann kann ich die auch dicht machen. Und dann... So. Und der. Ja. Der ist das, weil... Ach, ist doch wurscht. Mach halt den da. Holz damals. Weil, wenn ich doch hier oben schon bin... Fertig. Dann kann ich das doch gleich so machen. Ja, richtig. Ah, nicht richtig. Ich Depp. Der schon. Hab ich jetzt gar nicht dran gedacht, ne? Die Leiste. Ist ja Blödsinn. Ich Depp. Aber psst, nicht weiter verraten. Weil da muss doch so rein, sonst geht er doch gar nicht. Manchmal ist er aber natürlich lustig. Und so. Das heißt, die Leiste muss ich quasi komplett abnehmen. Und ersetzen durch halt die ich dran haben muss. Ach so, was deppert ist. Machen wir halt mal so. Geht ja relativ schnell. Oder mache ich das jetzt offline?
Ja, ich denke schon. Ich denke schon. So, da muss ich allerdings noch, da muss ich noch machen. Und auf der Seite muss ich die Leiste dann ebenfalls kürzen. So. Ja, so weiß ich das dann schon mal. Dann weiß ich, dass ich da komplett wegmachen muss. Aber da kommen dann andere hin. Da kommen dann ja auch wieder die hin. Halt nur nicht da in den äußeren Ecken. Genau so ist das. So. Jetzt kann ich gleich wieder mitnehmen. Und jetzt macht's Bums. Nein, macht's nicht. Wie schön. So ist fein. Zwei. Gut. Und da machen wir weiter. Das ist, wie gesagt, das erste Haus ist immer das Schwierigste. Da gibt es dann so 10.000 Sachen, die man doch wieder ändert. Aber dann geht das meist. So, der muss also weg. Da muss erstmal so einer wieder hin. So. Und der muss weg. Falsch. Richtig, ne? Ich glaube ja. So, weil da muss ja so einer hin. Fertig. Und der stört jetzt gerade nicht. Uninteressant. Das sind eigentlich so Aufgaben für die Nacht, wenn ich das Haus hier geschützt hätte. Habe ich aber nicht. Und da machen wir... Ja, eigentlich muss ich mal überlegen, ob ich eventuell die Treppe da weiterziehe, um nach oben zu kommen. Oder mache ich einen Dachboden? Brauche ich ja eigentlich nicht, ne? Ist ja eigentlich Blödsinn. Also die... Da kommen auf jeden Fall Fenster hin. Aber nur eins. So. Ja. Genau. Und das bleibt halt ein Dachboden, der halt von außen dann ein Fenster hat. Aber der wird nicht genutzt. Weil ich habe doch. Das heißt, hier machen wir ein zuges Fenster hin. Ich brauche doch gar keine drei Stockwerke nutzen. Weil hier kommen jetzt dann quasi nur zwei Schlafzimmer hin. Und dann ist gut. Ja. Und das heißt, hier kommt halt so ein Boden rein. Und fertig ist der Lack. Jo. Das ist doch... Dann kann ich das nämlich eigentlich jetzt soweit schon mal machen, dass mir irgendwo ein Loch, also da vorne am besten natürlich, dass ich runterkomme und wieder hochkomme. Und dann ist gut. Was mache ich mir denn hier so einen Affentanz? Ist doch uninteressant, ist doch Blödsinn. Und dann brauche ich die auch nicht auswechseln, weil völliger Blödsinn. Hier oben kommen ja nichts hin. Also mach die wieder da rein. Da darf tatsächlich ja hier ruhig die Lücke hin sein, wenn hier oben nichts genutzt wird. Da darf ja hier dann tatsächlich die Lücke ruhig sein. Ja, vollkommen in Ordnung. Nichts gegen einzuwenden. Aber da hinten muss ich natürlich, also die Ecken, die muss ich natürlich trotzdem machen. Ja, das muss trotzdem gemacht. Also dort hinten auch. Halt. So. Mach halt weiter. Und so. Okay. Und dann mal gucken, wo ich mir... Eigentlich muss ich merken, wo ich mein Loch lasse. In diesem Falle muss er dann hier auch so. So, weil ist ja Decke. Und jetzt habe ich zu wenig Woodframes. Kann ich ja mal eben noch ein paar nachziehen, wa? Ja. Machen wir einmal so. Und einmal fertig. So einfach ist das.
Und wenn ich hier irgendwann vielleicht doch mal ausbauen möchte, weil die Familie größer wird, dann kann ich das ja einfach machen, indem ich halt ein Loch in der Decke mache. Gut ist. Nicht? Das ist ja dann nicht das Problem. Also wenn ich das jetzt, ne, wenn man hier allzu leben würde. Mich ja nicht. Jo. Aber, aha. Mach ich das? Nee, mach ich nicht. Boah, ich war jetzt am überlegen, da ein Doppelfenster reinzumachen. Aber eigentlich ja Blödsinn. So. Dann können wir die nämlich jetzt auch rausziehen. Weil jetzt haben wir ja hier dann ein Dingens, dann können wir das Dach eben draufsetzen. Und das mache ich einfach mal offline zu Ende. Weil ihr wisst ja, wie es funktioniert. Hier setze ich jetzt halt die hier so drunter und das ziehe ich halt dann komplett durch und mache das auf der Seite und schon haben wir das Dach fertig. Und das mache ich, denke ich mal, online weiter. Oh. Na nü. So. Und dann ist das nämlich hier drauf. Dann brauchen wir uns da nicht noch eine Folge mit aufhalten. Ja, ich denke schon. Ich glaube, das ist ganz gut. Hier wollte ich, ne? Nee, dahin. So. Dann kann ich den hier nämlich auch schließen. Und dann ist hier. Eigentlich wollte ich ja hier nur Platten machen, ne? Aber gut, jetzt haben wir Woodframes, das ist ja vollkommen in Ordnung. Schließen tue ich die wohl besser von unten. Naja, außer diese Reihe halt. Aber doch, die Höhe musste passen. Das müsste eigentlich in Ordnung sein. Ah, Ela, wir müssen ja doch zwei nebeneinander. Stimmt. Ja, natürlich. Gut, dass ich es noch gesehen habe. Wäre auch doof gewesen, wenn nicht. So, jetzt haben wir es aber. Können die dahin? Nee, sollte 38 reicht. Ja. Wo ist meine Axt? Reparieren einmal. Und dann können wir uns nämlich schon wieder mal auf den Weg in die Stadt machen. Um Zeugs zu besorgen. Einfach. Ja. Okay. Das, der weiß ich doch, dass das so muss. Und fertig. So. Passt doch. Warum habe ich den jetzt wieder gesetzt? Bräuchte auch nicht. Ja, ja. Warten wir nicht im Kopf halt, ne? Fensterin, dann vergesse ich der auch nicht und fertig. So, passt. Die sind also nur optischen Zwecken. Haben ja keine Wirkung. Ah, okay. Wie haben wir es denn? 24 Minuten, meine Lieben. Ich mache das hier noch zu Ende und setze das Dach hier mal eben drauf. Ja. Und dann stellen wir uns in der nächsten Folge wieder und da machen wir dann wieder richtig schöne Sachen. Haben wir das Haus nämlich jetzt von außen quasi fertig, brauchen das nur noch einrichten, ist doch eine wunderbare Sache. Haben wir auch relativ lange für gebraucht. Muss ich mal so sagen. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch da, teilt es ab von Social Media und dann stellen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye.